Herzlich willkommen bei Fight One. David Zawada jetzt an meiner Seite, den wir zuletzt gesehen haben bei Octagon. Sehr erfolgreich gewesen. Das war im Juni, ist also schon ein Weilchen her. Und jetzt gab es schon des Öfteren die Frage, wie geht's weiter mit ihm? Wann sieht man ihn wieder? Was ist da los? Darum, David, herzlich willkommen und wir freuen uns zu hören, was du als nächstes planst. Also, Dankeschön für die Einladung und freut mich, dich auch wiederzusehen, Ilias. Ja, es ist auch ein Weilchen her seit meinem letzten Kampf. Es war, wie du sagst, im Juni. Bei Octagon konnte ich durch TKO nach der ersten Runde gewinnen. Also der Gegner konnte nicht mehr in die zweite Runde antreten, war verletzt. Und ja, ich sollte normalerweise auch jetzt am 15. Oktober bei Octagon nochmal antreten. Aber es ist was passiert und zwar... Man hat in Social Media auch gesehen, du hast gesagt, du willst demnächst was bekannt geben. Bitteschön. Genau, also jetzt das auch offiziell. Ich habe einen Vertrag bei PFL unterschrieben, also ich bin in der nächsten Season dabei, 2023. Herzliche Liebe. Vielen Dank. Und ja, der Start ist März 2023. Gegner sind noch nicht bekannt, weil das Finale jetzt Ende, also von diesem Jahr, jetzt Ende November stattfindet. Und ja, da werden wir schauen, was für Paarungen im Weltergewicht werde ich starten. Und da werden wir schauen, was für Paarungen da sein werden. Ich konnte letztes Jahr bei der PFL als Cornerman für Gleason dabei sein. Von daher habe ich auch schon ein bisschen das Feeling, wie das abläuft. Okay, da zu der Zeit war Corona sehr groß. Da hatten die strengere Bedingungen, jetzt ist das etwas lockerer geworden. Und von daher... Hört sich gut an. Das heißt, du hast schon ein bisschen reingeschaut. Weißt du ungefähr, was dich erwartet? Gleichzeitig muss man ja fragen, was hältst du von diesem Turnierformat? Na, es ist sehr gut. Es hält auch... Ich sag mal, das wird so eine der aktivsten, also das einer der aktivsten Jahre, in der ich kämpfen werde, weil du brauchst 4 bis 5 Kämpfe, je nachdem, wie viele Teilnehmer mitmachen dürfen oder mitmachen. Die ersten 2 Kämpfe sind halt so Punktkämpfe, ne? Man muss sich qualifizieren für die Playoffs. Und da ist das halt, erste Runde Sieg 6 Punkte, zweiter 5, dritter 4 und nach Decision hast du 3 Punkte. Man wird quasi gepusht, Leistung zu bringen, genau, um dann belohnt zu werden. Ne? Genau, und ich sag mal, was ich auch dadurch gesehen habe, die Underdogs kommen ein bisschen aus sich heraus. Also der Favorit hat da nicht immer geglänzt. Und ja, deswegen sehe ich mich da jetzt auch nicht irgendwie als Underdog oder als Favoriten, sondern als normalen Teilnehmer, der auf jeden Fall eine Menge rausholen kann. Wir haben ja schon damals bei der ersten Season den Ambus gesehen, wie weit der kam. Und Gleison Tiber, um ihn dann auch zu nennen, auch Rory McDonald, auch ein Upset, also hat auch kaum einer mit gerechnet. Du sagst es schon, also wir hoffen, dass es bei dir dann genauso wird, dass du dann demnächst richtig pushen kannst. Genau. Wenn wir den letzten Kampf gegen Erhan Kartal im Hinterkopf haben, hast du auch richtig Leistung gegeben. Kann man davon ausgehen, dass du dann tatsächlich mit den Punkten im Hinterkopf dann auch wirklich so im zweiten Gang schon einen Kickstart sozusagen versuchst reinzulegen bei der PFL? Auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich hätte nochmal Bock im Oktober zu kämpfen, damit ich auch wieder aktiv bleibe. Aber ja, der Chef von PFL hat gesagt, ey, mach es nicht. Ne? Also der könnte mich kämpfen lassen, aber hat gesagt, ey, ich will das Risiko nicht eingehen, weil ob ich gewinne oder verliere, ist auch noch die Sache. Und dann plus, ich gewinne, aber habe eine Verletzung und kann dann vielleicht bis März mich nicht fit kriegen. Von daher hat der recht. Ich sag mal, ich bin jetzt auch nicht der Jüngste und jetzt kommt auch so eine Phase bei mir, wo ich mal durchstarten muss und da kommt eigentlich so eine PFL sehr gut. Und am Ende des Tages kann ich sagen, ich habe auch überall gekämpft. Ich war von KSW über UFC, Octagon, jetzt PFL. Definitiv, kann auch nicht jeder von sich behaupten. Gleichzeitig dementiere ich das Ganze so ein bisschen, wenn du jetzt sagst, du gehörst schon zum alten Eisen. Ich glaube, das ist noch lange nicht so weit, wenn man dich kämpfen sieht. Zudem, die PFL gehört zu den größten Organisationen der Welt aktuell. Was ist so dein Ziel? Was willst du dort erreichen? Ne, das Finale, also ich will den Gürtel haben. Ne? Das Preisgeld natürlich ist auch schön, aber um aller Wege will ich einen Gürtel von einer großen Organisation. Ja. Und das war eigentlich so die UFC mein Traum, hat leider nicht geklappt. Mal schauen jetzt die PFL und was in Zukunft wird. Ne? Wie du sagst, ganz alt bin ich noch nicht. Vielleicht kommen da ja noch weitere Erfahrungen und Wege auf mich zu. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt erstmal auf PFL. Das wird Spaß, also spaßig. Hab voll Bock drauf und ja, ich bin gespannt. Hast du die Million im Auge? Kann ich so direkt fragen? Ich sage natürlich, so ein Geld kann man auch auf jeden Fall eine Menge aufbauen, vor allem wenn man nach der Karriere weitersehen soll, wie es weitergeht. Ne? Ich bin jetzt kein Typ, der so, ihr seht das, ich trage keine Rolex und sowas. Ne? Also auf sowas steh ich nicht, natürlich. Aber so was anderes, so ich frage mal direkt, was wird sich ändern in deinem Leben, wenn du die Million gewinnst?
Was hättest du damit vor, sozusagen? Ja, auf jeden Fall zu investieren, ne, in Sachen, die mehr Geld bringen, sage ich mal. Ne, dass ich sag mal, vielleicht sowas aufbauen kann, dass ich bis zu meiner Rente mich versorgen kann. Ne, also, dass das irgendwie vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ich würde jetzt mal so einfach tippen, so auch ein Gym aufmachen oder irgendwas anderes, vielleicht ein Restaurant oder sowas, ne, oder irgendwas, was gut läuft. So Gedanken habe ich jetzt noch nicht vertieft, ne, weil ich brauche erstmal das Kapital dafür. Und wenn das Kapital da ist, dann kann man ja arbeiten. Gibt es theoretisch schon Gegner oder Personen, die du dir ausgeschaut hast in der PFL, wo du sagen würdest, also gegen den würde ich gerne kämpfen, oder egal wer kommt, du nimmst jeden? Also ich sag mal, jetzt sind, ich weiß noch nicht genau, wer alle 77 in der 77er Kategorie mitmacht. Ne? Jetzt zwei, die ich kenne, ist der Gleison Thibau, ne? Wo ich hoffe, der macht nächstes Jahr nicht mit. Der soll mal ein Jahr Auszeit nehmen. Das wäre nicht cool, mit einem Freund zu kämpfen da, ne? Vor allem, weil wir auch viel trainieren. Und der kämpft jetzt auch gegen einen, mit dem habe ich trainiert, Magomed Kerimov, der auch sogar Finalist und Finalsieger war. Er hat das Preisgeld schon mal geholt. Das ist auch ein Kandidat, wo ich eigentlich, weil ich auch mit dem gut war, wir waren auch zusammen essen, der hat mich eingeladen damals, wo ich in Amerika war. Auch ein cooler Typ. Das sind so welche, die müsste ich kämpfen. Ne? Aber ob die nächstes Jahr dabei sein werden oder einer von denen nicht dabei, schauen wir mal. Ansonsten weiß ich jetzt auch nicht genau, wer da mitmacht. Ne? Ich könnte tippen, so ein Ray Cooper vielleicht, wäre ein geiler Kampf, ne? Wenn der auch mitmacht. Gibt es auch neue, zum Beispiel dieser Sai, ne? Der Schwede, der jetzt im Finale ist. Auch ein starker Mann, ne? Ist auch ein gutes Matchup. Genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, egal, wenn du die wünschst, alle sind stark. Alle sind stark, alle sind top, das liebe ich. Ne? Ich suche die Herausforderungen. Ich glaube, bei der PFL ist das genau richtig, denn alle Kämpfe sind halt eine Herausforderung, ne? Von Level zu Level. Von Level zu Level, du sprichst schon an, du hast sehr viel Erfahrung auch gesammelt in der Vergangenheit, besonders in der UFC. Mhm. Gibt dir das vielleicht so ein bisschen diese Confidence, wie der Amerikaner sagt, dass du, egal wer kommt, egal wie das Turnier verläuft, egal ob es kurzfristige Ausfälle gibt und Wechsel, du konzentrierst dich quasi auf dich selbst, du weißt, was du geleistet hast und du kannst mit jedem aufnehmen. Ist das so ein bisschen im Hinterkopf? Genau. Also das habe ich auch alles gelernt. Ich hatte schon alles, wie du sagst, schon hinter mir. Kampfpaarung, Ausfälle, kurzfristige Annahmen, kurzfristige Umtausche von Gegnern. Und mein Pech war es immer, ich habe das Smarte nie herausnehmen können aus meinen Fights. Ne? Also ich bin immer so einer, ich push gerne, ich gehe gerne nach vorne. Natürlich mögen das die Zuschauer. Deswegen gab es auch ein paar Mal einen Bonus da für Fight of the Nights. Aber jetzt schaue ich anders. Ne? Also ich schaue jetzt ein bisschen smarter. Natürlich will ich den Kampf trotzdem spektakulär und dynamisch halten. Aber zu meinen Gunsten, ne? Dass ich nicht mehr reinfalle, nicht in den Konter reinlaufe. Was ein bisschen auch gegen Erhan, hat man gesehen, am Anfang der Minute passiert ist. Ich bin in zwei, drei Hände reingefallen. Aber ich habe das im Kampf schnell umgeswitcht, genau, dass ich dann die Ruhe bewahrt habe und nicht wieder weiter in Panik reinlaufe, sondern ne, also man sieht's, ich habe die Erfahrung dafür, ich kann Games schnell drehen und ich glaube, das wird auf jeden Fall ein Vorteil für mich sein. Also kommt drauf an, auch wer jetzt mitmacht, vielleicht sind auch so erfahrene Hasen, die vielleicht schon auch, ich sag mal, die Jungs, die bei der PFL stehen und da kämpfen, haben natürlich diese Erfahrung, da die schon mit der Organisation zu tun hatten. Aber ich kenne schon, ich kenne also Ray Sifu, kenne ich, den Eduardo kenne ich, das sind alles coole Typen, das ganze Team von PFL sind auch Ex-UFC-Mitarbeiter gewesen, die ich kennengelernt habe und es sind alles coole Typen, ich gehe davon aus, ich komme auch auf jeden Fall gut klar mit ihnen und ja, also der Spaßfaktor wird auf jeden Fall nicht fehlen. Hervorragend. Dann drücken wir dir die Daumen, wünsche dir vorab, wie du schon richtig sagst, ganz viel Spaß bei der PFL. Mhm. Hoffen, dass du dann die Million mit nach Hause hier nimmst, nach Düsseldorf. Mhm. Eine Abschlussfrage habe ich noch, bezieht sich zum Teil auf oder an dich, Martin Zawada, dein Bruder. Wir haben auf Instagram, wir haben die News letztens gebracht, das natürlich gelesen, dass er, also Karriereende, Ruhestand, das eine Thema. Jetzt hat er gesagt, für die Familie will er es nochmal wissen. Potenziell, er hat natürlich noch keinen Gegner genannt, aber Alexander Popek hatten wir letzte Mal im Interview auch, der hat ihn herausgefordert. Was weißt du darüber, was hältst du davon und wie ist deine, ich nenne es mal, Prognose in Anführungsstrichen, was erwartet uns? Also zu Martin kann ich sagen, er hat sich vorbereitet, nicht hier gegen Stefan Pütz,
Er ist schon lange nicht mehr hier am Trainieren. Schöne Grüße ans Team Zawada. Ja, auf jeden Fall. Schöne Grüße an meinen Bruder. Ich versuche so gut wie es geht, mit ihm auch zusammen zu trainieren ein paar Mal. Ich bin überwiegend hier aber im UFD-Gym, weil hier mein aktuelles Training stattfindet und meine Arbeit auch. Ich gebe auch Kurse, ich trainiere die Jugend. Ja, bei Martin war es so, er war körperlich nicht im hundertprozentigen Zustand gegen Pütz. Und das war nach dem Kampf, hat sich das auch ein bisschen verschlimmert. Er hat jetzt nicht trainieren können. Er ist jetzt seit kurzem wieder im Training. Und er hat natürlich, wie du sagst, er hat Retirement abgegeben. Er sagte aber lustigerweise, er wollte das halt wie die ganzen großen Stars, die Handschuhe auf den Boden legen, in die Ringmitte. Hat es nicht geschafft, ne, weil das Resultat, das zu schnell kam, musste verkündet werden. Und er hat es nicht geschafft. Von daher war das vielleicht ein Zeichen, ne, dass das nicht zu Ende ging. Ja, er hatte mir schon davon erzählt. Ich habe natürlich auch mit ihm geredet. Ich habe gesagt, ey, guck mal, wird jetzt bald nochmal Vater. Und gratuliere an dieser Stelle. Ja, und Breaking News. Wusste ich auch nicht. Und ja, es ist, ne, er hat es nicht einfach, er hat die Arbeit. Ne, er kann sich nicht halt wie zum Beispiel so ein Alexander Pompek, wäre auch sehr gefährlich, weil er jung ist, er ist hungrig. Ne, er will natürlich so eine Legende wie Martin kämpfen. Es will sowas, will sich jeder, also keiner entgehen, wenn man hört, er will zurückkommen, er will nochmal kämpfen. Martin will auf jeden Fall nochmal kämpfen, weil es ist auch nicht einfach, wenn man über 20 Jahre es gelebt hat, sage ich mal. Absolutes MMA-Urgestein aus Deutschland. Genau, es ist ein Teil vom Leben, ne? Das ist nicht mehr einfach, aber er sagte mir auch, er will so nicht abtreten, ne? Mit zwei Niederlagen in Folge. Er hatte ja damals nochmal in Polen gekämpft, Kowetski hat er nach Punkten verloren, jetzt gegen Stefan Pütz wieder nach Punkten verloren. Er will ein schönes Ende haben, ein Happy End, sage ich mal. Aber ich denke, so ein Alexander Popek wäre jetzt nicht vernünftig, ne, weil der Junge hat jetzt gerade einen Sieg, ist motiviert. Ich glaube, er trainiert Vollzeit. Martin hat angekündigt, dass er in München kämpfen will. Das ist jetzt auch schon bald. Im nächsten Jahr, schon Anfang des Jahres. Von daher, ich weiß jetzt auch nicht, wie sein Training gut verläuft. Ne? Also er ist auf jeden Fall fit, er hat natürlich die Hände. Ob die Zeit für so einen Gegner jetzt richtig wäre. Ich denke, er hat sich einen Veteran verdient, der genauso ist wie er, der viel Erfahrung hat, auch nicht mehr so der Jüngste ist, sage ich mal. Also ich höre schon raus mit anderen Worten, es ist noch nichts in Stein gemeißelt. Genau. Wir freuen uns drauf, hoffentlich dann in München dann Octagon Martin Zawada zu sehen. Genau. Den Gegner noch ein Fragezeichen. Ja, also wir warten, sagen, wir ja. warten gespannt ja. an. Ja. Ja, so sieht's aus. Also das ist der Stand der Dinge von Martin. Perfekt. Ich danke dir vielmals. Beste Grüße an Martin. Ganz viel Erfolg dir dann bei der PFL und bis bald. Bis bald, mein Bester. Danke.